Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, hinter uns liegt ein turbulentes Jahr. Nach einem reinigenden Gewitter haben wir uns zusammengerauft und neue Handlungsfähigkeit erlangt. Und wir haben immer mehr Einfluss auf die gesellschaftliche Debatte genommen. Dabei sind wir wirklich zur Ideengeberin für die Debatte geworden. Also viele Dinge, die inzwischen im Mainstream diskutiert werden, die sind zuerst bei uns diskutiert worden. Der Mindestlohn, eine Mindestrente, stärkere Verfolgung von Steuerflüchtlingen, Verbot von Stromsperren, all das sind Sachen, wo die Linke eigentlich ein Copyright hat, aber wir freuen uns, wenn es ankommt im Mainstream. Und insofern konnten wir am Ende des Jahres sagen, die Linke ist zurück, das ist gut so, das ist unser gemeinsamer Erfolg, das war nicht nur wir beiden alleine, das ist unser gemeinsamer Erfolg und darauf können wir alle ein bisschen stolz sein. Normalerweise bietet sich ja eine Rede zu Beginn des Wahljahres an, um Despektierliches über die Spitzenkandidaten anderer Parteien zu sagen. Aber der Spitzenkandidat der SPD, manche nennen ihn ja liebevoll Pannenpär, der spricht ja so sehr für sich und damit gegen die SPD, dass wir da ein bisschen arbeitslos werden. Und insofern möchte ich meine Redezeit lieber darauf verwenden, die strategischen Unterschiede zwischen uns und den anderen Parteien und unserer strategischen, eigenständigen Funktion in den Mittelpunkt zu stellen. Betrachten wir Schwarz-Gelb. Schwarz-Gelb macht knallhart das Geschäft der Obersten, der Banken, der Konzerne, der Superreichen. Dafür gibt es viele Beispiele, aber dafür zeugt auch der Umgang der schwarz-gelben Landesregierung in Niedersachsen mit den Landeskliniken. Es ist ja schon ein Skandal an sich, wenn Landeskliniken privatisiert werden. Aber Niedersachsen hat Schwarz-Gelb die Landeskliniken für ein Drittel ihres Wertes, für ein Drittel verscherbelt. Ja, diese Begünstigung gegenüber von Privaten hat das Land Niedersachsen 250 Millionen Euro gekostet. Hier sieht man, für wen Schwarz-Gelb da ist. Den Konzernen werden Geschenke gemacht und den Studierenden wird das Geld mit Studiengebühren aus den Taschen genommen. Da sagen wir als Linke, die Studiengebühren müssen abgeschafft werden und zwar sofort. Bildung darf keine Ware werden. Und auch die eine oder andere vermeintliche Fürsorgeinitiative von Schwarz-Gelb kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie das Geschäft der Oberen machen. Schauen wir uns doch nur mal an, was aus der Renteninitiative von Frau von der Leyen wurde. Am Anfang stand der Schutz vor Altersarmut. Dann wurde eine Zuschussrente für 850 brutto wohlgemerkt draus. Diese wurde dann degradiert zu einer sogenannten Lebensleistungsrente und nun wurde selbst diese von der CSU kassiert. Was für ein Trauerspiel. Und wie gut, dass es mit der Linken wenigstens eine Partei im Land gibt, die sich für eine Mindestrente einsetzt, die konsequent vor Armut schützt. Zurück zu Schwarz-Gelb. Merkel ist nicht die fürsorgliche Landesmutter. Sie macht knallharte neoliberale Politik. Ja, man kann sagen, sie vollendet das Werk ihres Vorgängers Schröder, indem sie die Agenda-Politik nun ganz Europa aufdrückt. Und die Auswirkungen können wir im Süden von Europa bereits erleben. Die Frage ist, und es ist ja bloß noch eine Frage der Zeit, bis diese unsoziale Kürzungspolitik zurück als Bumerang nach Deutschland kommt. Wir erleben, in der Industrie geht bereits die Auftragslage zurück. Also können wir festhalten, die Politik von Schwarz-Gelb ist nicht nur unsozial, sie ist auch volkswirtschaftlich kontraproduktiv und sie ist gefährlich für Europa. Insofern braucht es einen Wechsel. Aber dieses Land braucht eben mehr als einen reinen Farbwechsel. Wir sind ja hier nicht beim Friseur, wo es ums Haarefärben geht. Dieses Land braucht einen wirklichen Wechsel und einen wirklichen Politikwechsel, den wird es mit Rot-Grün nicht so einfach geben. Denn trotz einiger Kurskorrekturen ist die rot-grüne Politik unsolidarisch gegenüber dem Ärmeren und den Erwerbslosen. Wer sich wie die SPD einer Anhebung des Rentenniveaus verweigert, der ist mitverantwortlich für Menschen, die in Altersarmut fallen. Wer sich wie die SPD der Sanktionsfreiheit bei Hartz IV verweigert, der ist mitverantwortlich für die Existenzangst von Erwerbslosen und das ist ein falscher Weg. Das Schlimme ist, während die SPD die ganz unten ausblendet aus ihrem Begriff von Solidarität.
Ja, man kann sagen, die SPD fokussiert sich allein auf die mittleren Schichten, möchte allein für diese eine Form von privilegierter Solidarität. Und während sie die ganz unten ausblendet, wird sie unglaublich zaghaft, wenn es um die Oberen, um die Konzerne und die Banken geht. Nur mal ein Beispiel zu nennen. Wir alle wissen, unter Helmut Kohl betrug der Spitzensteuersatz 53%. Erst kürzlich verkündet der SPD-Vorsitzende in einer Talkshow stolz, ich zitiere, eine Anhebung auf 53%, das fordern bei der SPD doch nicht einmal mehr die Jusos. Eine Anhebung auf 53%, das fordern bei der SPD doch nicht einmal die Jusos. Und dabei versinkt er nicht vor Scham in den Boden, sondern er sagt das mit stolz geschwellter Brust. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Sigmar Gabriel ist noch stolz darauf, dass selbst die SPD-Linke hinter den Steuersätzen von Helmut Kohl zurückbleibt. Diese Gesellschaft aber, und da sind wir uns als Linke einig, diese Gesellschaft braucht eine couragierte Besteuerung von Konzernen, von Banken, von Millionären. Und wir brauchen diese Einnahmen, um die Renten zu sichern, um in die Bildung zu investieren, um den sozialen Wohnungsbau zu beleben, um die Energie- und Verkehrswende zu finanzieren und um eine Mindestsicherung sowie eine Mindestrente durchzusetzen. Wir wissen, die Mittelschichten können ihren Status nur halten, wenn wir die Oberen stärker besteuern. Und das funktioniert aber nur, wenn sich die Mittelschichten nicht abtrennen lassen von denen, denen es nicht so gut geht. Wir haben es ja erlebt, wie prekäre Beschäftigung, wie Hartz IV eben auch auf die mittleren Einkommen drückt. Ja, natürlich, wenn man heißt, die Alternative heißt, der Fall in ein repressives Hartz IV-System, dann sind Menschen bereit, schlimme Arbeitsbedingungen, ja niedrige Löhne in Kauf zu nehmen. Wenn wir uns also für die Abschaffung des Hartz IV-Sanktionssystems einsetzen, dann ist das nicht nur eine Wohltat für Erwerbslose, sondern dann tun wir das auch im Interesse der Durchschnittsverdienten. Und deshalb setzen wir als Linke auf eine Politik der wirklichen Solidarität, eine Solidarität zwischen den unteren und den mittleren Schichten, zwischen Erwerbslosen und Beschäftigten. Und diese Politik, die müssen wir gegen die Konzerne, gegen die Banken durchsetzen. Das können wir als Linke nicht alleine. Dazu brauchen wir die Selbstermächtigung der vielen, die Gewerkschaften, die sozialen Bewegungen, die Umweltverbände. Aber dazu braucht es auch starke Linke in den Parlamenten. Und wenn wir von einem wirklichen Wechsel sprechen als Linke, so fangen wir natürlich bei Selbstverständlichkeiten an. Selbstverständlichkeiten wie Arbeitszeitverkürzungen oder bezahlbare Strompreise. Aber wir bleiben dabei nicht stehen, sondern wir verknüpfen diese Nahziele, und das ist unser Alleinstellungsmerkmal, mit Fernzielen. Und das ist auch notwendig. Denn wer explodierende Strompreise nachhaltig begrenzen möchte, der kommt an einem sozial-ökologischen Umbau nicht vorbei. Wer Strompreise nachhaltig begrenzen möchte, der muss den Konflikt mit den großen Stromkonzernen suchen, und dazu sind wir als Linke bereit. Und wir suchen Projekte, die die Interessen Menschen von verschiedenen Lebenslagen in den Mittelpunkt stellen. Ich will das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Wir erleben, dass Beschäftigte, Soloselbstständige wachsenden Stress ausgesetzt sind. Stress entsteht aber auch, wenn sich Erwerbslose gedemütigt fühlen, ja ausgeliefert fühlen auf dem Amt. Dass Stress nun die Volkskrankheit Nummer 1 geworden ist, das ist inzwischen weit bekannt. Und in Lifestyle-Magazinen liest man dann immer Hinweise, wie überwiegend Frau mit Yoga und Lavendel Stress entgegenwirken kann. Also nichts gegen Yoga, aber die strukturellen Probleme der Arbeitswelt, wie Arbeitsverdichtung, die Unsicherheit von befristeten Beschäftigungsverhältnissen, die kann man doch nicht mit einem tiefen Om einfach wegatmen. Nichts gegen Lavendel. Aber das Gefühl, auf dem Jobcenter ausgeliefert zu sein, das kann man nicht mit Kräutertee einfach hinunterspülen. Und deswegen sagen wir als Linke, wir wollen an die strukturellen Ursachen ran. Deswegen gehört zu unserem Anti-Stress-Programm die Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen, die Abschaffung von Leiharbeit. Und wir wollen mehr Mitbestimmung gegen Entfremdung. Und ganz zentral, natürlich wollen wir Arbeitszeitverkürzung.
Aber wir verstehen Arbeitszeitverkürzung auch in einem größeren Rahmen. Uns geht es letztlich um die Umverteilung der verschiedenen Tätigkeiten. Ja, wir wollen eine Gesellschaft, in der man nicht sich entscheiden muss, macht man Karriere oder ist man eine gute Mutter, ein guter Vater, sondern wir wollen eine Gesellschaft, in der Frauen und Männer gleichermaßen Zeit haben für Erfüllung im Beruf, für Familie, für Freunde, auch für politische Einmischung. Ihr wollt doch nicht, dass die Politik den Berufspolitikerinnen überlassen wird. Und wir wollen Zeit, dass jeder mal auch ein Buch lesen kann. Ich meine, irgendjemand muss ja auch all die guten Bücher, die wir Linken produzieren, irgendwann mal lesen. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, wir knüpfen am Alltag an, wir verbinden das mit Fernzielen und uns geht es letztlich auch um die Aneignung der Verfügungsgewalt über das eigene Leben. Uns als Linke geht es um ein gutes Leben für alle. Mit weniger geben wir uns nicht zufrieden. Um es zusammenzufassen, es gibt in diesem Land drei strategische Blöcke. Schwarz-Gelb macht knallhart das Geschäft der Superreichen und Konzerne. Rot-Grün versucht zumindest rhetorisch soziale Fragen aufzugreifen, ist aber in doppelter Hinsicht blind. Blind gegen die Ärmeren und die Erwerbslosen und hat keinerlei Biss gegenüber den Konzernen und den Banken. Wir hingegen, wir stellen die Projekte in den Mittelpunkt, die die Lage von Mittelschichten und denen, denen es nicht so gut geht, verbindet. Und wir haben, und das ist leider noch unser Alleinstellungsmerkmal, wir haben den Biss nach oben. Wir sind bereit, uns anzulegen mit Superreichen, mit Banken und mit den Konzernen und den Spekulanten. Krankenhäuser retten statt Spekulanten, sichere Löhne und Renten statt Spekulanten, das sind auch zentrale Slogans unserer Partei im Wahlkampf Niedersachsen. Und ich hoffe, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Mitstreiter, ihr habt den Jahreswechsel genutzt, um euch zu erholen. Denn dieses Jahr beginnt mit einem Wahlkampf-Endspurt. Ich kann alle nur bitten, nutzen wir die nächste Woche, um den Wahlkampf-Endspurt in Niedersachsen zu unterstützen. Denn wenn in den Niedersächsischen Landtag die Linke wieder einzieht mit einer starken Fraktion, da zieht dort eine Fraktion ein, die eine politische Sozialversicherung im Parteiensystem ist, die Ideenwerkstatt für sozialen Fortschritt ist und die im Gegensatz zu allen anderen Parteien auch wirklich Biss nach oben hat. Und ich finde, Niedersachsen, ja, diese Gesellschaft hat eine solche Fraktion verdient. Ich wünsche in diesem Sinne Ihnen und euch allen ein wunderbares, erfolgreiches Jahr 2013. Und ich komme nun zu einer sehr angenehmen Aufgabe, die Ankündigung des folgenden Punktes. Es ist uns gelungen, einen ganz großen seiner Branche, einen großen der Kunst zu gewinnen. Vor fast auf den Tag genau vor 2 Jahren lief im Fernsehen ein zweiteiliger Film mit dem Titel Gier. Inszeniert hat ihn der Regisseur Dieter Wedel. Sein bekanntestes Werk ist wahrscheinlich der große Bellhalm. Und als dieser Film lief, wurde er danach gefragt, von einer Zeitschrift etwas besorgt. Ist denn dieser Film als Kapitalismuskritik zu verstehen? Dieter Wedel antwortete darauf, aber natürlich.